Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Plays. Es ist kein Clickbait, Leute. Das, was im Titel steht, das stimmt wirklich. Es ist eine unglaublich dumme Sache passiert. Kurz bevor es losgeht, eine Kleinigkeit. Und zwar im Hintergrund seht ihr heute noch einen Win mit dem Squad, was ihr auch gestern im Video gesehen habt. Wer das Video gestern nicht gesehen hat, kann es gerne abchecken, Leute. Während ihr dieses Video hier seht, bin ich schon live auf Twitch, also der oberste Link in der Videobeschreibung, falls ihr mal das erste Mal vielleicht irgendwie mal den Livestream oder so ausprobieren wollt, kommt gerne vorbei, Leute. Dazu habe ich noch eine kleine Sache. Und zwar fragen mich einige Leute, warum streamst du eigentlich jetzt auf Twitch nur so für 1500 Zuschauer vielleicht im Schnitt, obwohl du doch auf YouTube mal so 5 bis 7 bis 10.000 Zuschauer hattest. Und dann sage ich euch ganz ehrlich, Leute, weil es für mich einfach ein geiles Gefühl ist, mal wieder was Neues anzufangen, mal wieder was von vorne anzufangen, mal wieder von irgendwas nicht weit oben zu stehen, sich, sondern alles wieder zu arbeiten. Dieses Gefühl hatte ich lange nicht mehr, weil Scorpion Plays hat 800.000 Abos, mein Hauptkanal hat 1,4 Millionen Abos und es ist einfach so schön, mal wieder so eine neue Herausforderung zu empfinden. Deswegen, falls ihr mich auf dem Anfangsweg begleiten wollt, checkt einfach den obersten Link in der Beschreibung, kommt mal eben kurz vorbei, würde ich mich drüber freuen, Leute. Wäre auf jeden Fall eine Ehre für mich. Ja, jetzt kommen wir zum Videotitel. Und zwar habe ich am Sonntag 5,5 Stunden gestreamt und habe dann den Stream gegen Abend ausgemacht. Und dann kam Solution auf einmal zurück mit seinem Statement. Solution kam online, hat den Leuten erzählt, was sein Problem war, warum er nicht da war, etc. pp. Und dann habe ich mir gedacht, ganz ehrlich, mit dem Danny, den habe ich die Wochen davor auch immer wieder angeschrieben. Der hat mir leider nie geantwortet, weil er diese Probleme hatte, logischerweise. Deswegen verzeichnen das natürlich auch. Und dann hat mir Danny einfach geschrieben, so, ja, lass doch zusammen zocken. Und dann bin ich in seinen Discord gejoint, beziehungsweise in Montes Discord gejoint und wollte einfach nur ein bisschen Duos mit Monte zocken. Und auf einmal kam Monte in den Channel und meinte, ja, jetzt startet das Monte-Turnier, wollt ihr mitzocken? Und dann dachten wir so, ja, wir werden zwar absolut aufs Maul bekommen, aber scheiß drauf, wir zocken mal einfach mit zu Just for Fun. Das war auch noch ein Duo-Turnier und Danny und ich sind jetzt nicht die allerbesten Fortnite-Spieler und als Duo natürlich legendär, Freunde. Ihr kennt die ganzen alten Morph-Duell-Zeiten und was weiß ich. Und deswegen war es natürlich richtig, richtig legendär, dann mit Danny diese Ehre zu haben, mit diesem Jungen, den ich ja mit am meisten liebe von allen Leuten auf YouTube, eine Runde mit dem Typen zu zocken einfach. Und wir wussten natürlich, wir werden absolut reinkacken. Und im Übrigen, auch wenn ich einen Strike bekommen habe, worüber ich gleich rede, eine Sache ganz kurz. Und zwar wird trotzdem morgen, werden meine Runden aus dem Monster-Turnier trotzdem hochgeladen. Ich lasse mich davon nicht aufhalten, ich lasse mich davon nicht so nehmen, Freunde, ihr kennt das. Aber jetzt erstmal weiter zur Story. So, und da dachte ich mir, okay, du hast da schon 5,5 Stunden gestreamt. Aber scheiß drauf, Marcel. Und dann habe ich noch ein kleines Ankündigungsvideo hochgeladen. Dasselbe Ankündigungsvideo wie das, was ich am Mittag schon hochgeladen hatte. Aber weil ich ja weiß, dass YouTube es hasst, wenn man spammt, habe ich das Video vom Mittag natürlich vorher gelöscht. Weil das ist einfach so, man lädt nicht zweimal das gleiche Video hoch. Leute, die das schon mal gemacht haben, wissen, dass eins von beiden automatisch gelöscht wird. Das wäre natürlich blöd gewesen. Ja, wenn es das zweite gewesen wäre, Leute. Aber jetzt wird es sehr interessant. Und zwar streame ich so, habe voll Spaß beim Monotonie, habe dann noch länger mit Danny gezockt. Mit, keine Ahnung, ein paar Leuten gezockt, richtig, richtig viel Spaß gemacht hat mir das und die letzte Zeit connecte ich auch so ein bisschen mit den Leuten, die auf Twitch so jeden Abend aktiv sind, die die Nachtschicht übernehmen, wie zum Beispiel so ein Camo, so ein Amar etc. Richtig, richtig cool, es macht mir einfach gerade Spaß, macht mir auch Spaß, gerade der Kleinste zu sein, Leute. Man muss ja auch wieder klein anfangen, Leute. Es wäre ja unfair, wenn ich jetzt wiederkomme und direkt so die überriesen Community hätte, weil das wäre einfach nicht gerecht. So, und deswegen bedanke ich mich einfach für jeden Einzelnen, der zuschaut. Und auf jeden Fall, wir zocken und so und danach, das war dann, mein Stream war schon lange offline und ich wollte gerade deswegen, also der Stream, genau, abgeschaltet Stream, YouTube, ich wollte das Ankündigungsvideo löschen, so. Und in der Sekunde, in der ich auf das Ankündigungsvideo draufklicke, wird der ganze YouTube-Screen erstmal rot und ich weiß, es passiert nur in einer einzigen Situation. Ich hatte bis jetzt 2 Strikes, beide wurden entfernt und ich wusste, du hast gerade einen Strike bekommen, Marcel. Ich dachte mir so, für was? Für welches alte Video habe ich genau jetzt einen Strike bekommen? Welche Musik habe ich verwendet? Welches Game habe ich gezeigt? Und ich gucke so, um welches Video handelt es sich? Es handelt sich... Digga, es handelt sich um das Livestream-Ankündigungsvideo. Ein 3-Sekunden-Video, wo nur Text ist, kein Sound. Wurde gestrikt. Und ihr wisst vielleicht, was ein Strike ist. Für die, die es nicht wissen, 3 Strikes und dann sagt der Kanal... Was geht YouTube? Marcel zu dem Scorpion ist over and out. Bei 3 Strikes kannst du dir auch 10 Millionen Abos aufgebaut haben. Kanal ist gone, ist weg. So, und ich gucke jetzt mal live nach, wie das Ganze jetzt ist, ob der Strike immer noch drauf ist, Freunde. Alter, Digga. Da steht sogar Beschwerde abgelehnt. Alles klar, Digga. Das war's mal wieder komplett. Perfekt, Beschwerde wurde abgelehnt. Nice. Ich habe immer noch den Strike drauf jetzt. Ich dürfte gerade nicht mal mehr live streamen auf YouTube, obwohl ich das früher immer gemacht habe, wegen dem Strike. Wenn jemand jetzt irgendwas hochlädt, irgendein, keine Ahnung was, irgendwelche Titten zeigt, irgendwelche Blablabla zeigt, dann okay, fair enough, wie man so schön sagt, dann ist das halt so. Aber ich kriege für ein Ankündigungsvideo, was jeder YouTuber macht, was Monte bei jedem Livestream macht,
was ich früher schon gemacht habe. Was ich am selben Tag habe ich dasselbe Video schon mal ohne Strike hochgeladen. Und jetzt bekommt das Video den Strike. Das ist halt schon krass, Leute. Ich könnte mir halt höchstens vorstellen, dass der Strike deswegen ist, weil ich das Video zweimal hochgeladen habe. Aber selbst das wäre nicht gerechtfertigt. Und ich weiß eh, ich kläre das gerade mit meinem Management, dass der Strike runtergenommen wird. Das macht aber jeder so. Also jetzt nicht denken, dass ich jetzt der eitle Marcel bin, der den Strike nicht haben will, sondern das macht man einfach so. Oh, das ist ja komplett crazy, Alter. Das ist ja komplett crazy. Der Strike geht jetzt noch über 3 Monate. Mehr Infos. Digga, das ist ja echt behindert, Mann. Alter, jetzt habe ich wollte halt das Monte-Turnier noch ein bisschen supporten. Wollte mich dann auch selber den Stream nochmal reinhauen, weil ich ja wusste, ich werde eh ein bisschen abkacken, so ein bisschen Spaß für die Leute. Und damit das so bestraft ist, ist halt immer wieder so typisch Marcel, Leute. Das ist mal wieder so ganz, ganz typisch Marcel. Naja, Freunde, okay. Ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like, da würde ich mich drüber freuen. Checkt, wie gesagt, die Beschreibung ab. Dort findet ihr den Livestream und dort bin ich jetzt gerade live. Und wir sehen uns dann hoffentlich gleich da. Haut rein, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao.